begrüße euch zu diesem Start in diese neue Woche. Ich habe das Thema heute überschrieben mit Gott, ich will mehr wissen oder mehr verstehen. Erkläre es mir. Wir lesen in 1. Mose 15, Vers 8, Abraham aber sprach, Herr, woran soll ich es erkennen, dass ich das Erbe oder dies als Erbe besitzen werde? Ich will es genau wissen. Gott, erkläre es mir. Die Bibel zeigt uns, dass es so eine Haltung gibt, die mehr will, die tiefer will, die mehr erkennen will. Ja, wir können Freundschaften haben und das, denke ich, kennen wir alle, aber in dieser Form vielleicht manchmal auch etwas oberflächlich, wie Bekanntschaft. Man trifft sich, man redet miteinander, aber man merkt, es bleibt immer alles so auf der Oberfläche, es geht nie wirklich in die Tiefe. In der Familie ist es dann oft so, dass es doch tiefer geht und mit dem Ehepartner sollte es durchaus oder mit einer sehr, sehr guten Freundin oder mit einem Seelsorge, wie auch immer, geht man so richtig tief ins Eingemachte, dass man Dinge miteinander bespricht und klärt und letztendlich auch offenbart und Gedanken und Wünsche und was auch immer miteinander teilt. Ich glaube, dass wir mit Gott am allermeisten im Gespräch sein sollten mit den Dingen, die uns beschäftigen. Dass wir diese Dinge vor ihm deutlich machen. Unsere Freuden, unsere Traurigkeiten, aber auch unsere Zweifel, unsere Sorgen, unsere Ängste. Nicht unbedingt jetzt in einem Vorwurf oder in einem Anspruch, sondern erst einmal einfach nur in einer Form von Beziehung. Ich weiß, auch Freunde oder Familienmitglieder oder Ehepartner kann ja nicht immer helfen. Aber hör mir zu, ich habe Gedanken, ich will dir etwas sagen. Und das dürfen und sollen wir. Gott redet hier mit Abraham und Abraham sagt, ja, Gott, ist ja alles wunderbar. Aber woran soll ich das erkennen? Erkläre es mir, zeige es mir. Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte, dass die Christen in Beröa edler waren als die in der anderen Stadt. Warum? Weil sie das Wort Gottes annahmen, nicht nur die Predigt als so na, schlaue Gedanken, sondern in einer Haltung, wow, wir wollen mehr von Gott hören, als ein Wort wie von Gott gesprochen. Und dass sie im Wort forschten, Tag und Nacht, ob es sich auch so verhielt. Sie waren da richtig hungrig danach, in dieser Haltung, Gott, wir wollen tiefer, wir wollen mehr, wir wollen erkennen. Was bedeutet das? Abraham hatte also die Verheißung, Abraham hat gehört, was Gott gesagt hat und doch sagt er dann, Gott, mach's mir noch deutlicher. Woran erkenne ich es? Ich habe es noch nicht ganz verstanden und ich glaube, das ist eine wunderbare Haltung, auch für jeden Christen. Dass wir nicht so selbstgerecht und so, naja, so übersatt in den Predigten sitzen und ach, das kenne ich schon, das habe ich schon gehört und so weiter, sondern dass wir begierig sind nach dem Wort Gottes, es selber lesen und auch in einer Haltung Gott gegenüber kommen, uns mitzuteilen und auch empfangen zu wollen. Jedes Kind hat ja diese Haltung, wenn das Familiengefüge einigermaßen gut läuft, nämlich immer wieder, dass das Kind, gerade wenn es jünger ist, zu dem Papa oder zur Mama kommt und fragt, wie ist es? Die wollen es wissen. Erklär es mir. Wenn wir dann irgendwas sagen als Eltern und die Kinder es nicht ganz verstanden haben, dann fragen sie oft nach, verstehe ich nicht, kapiere ich nicht. Papa, musst du nochmal erklären. Und die Bibel ist voll mit Verheißungen, mit Gedanken, mit Offenbarungen und Weisheiten Gottes. Und wie oft verstehen wir gar nicht so richtig, wie die Zusammenhänge sind. Und dann haben wir unser eigenes Leben, so viele Dinge, wo wir nicht verstehen, warum, wieso, weshalb. Und in all diesen Dingen sollen und dürfen wir uns in eine Haltung vor Gott bringen. Erkläre es mir, Gott, ich will weiter tiefer. Nicht jede Frage wird beantwortet werden, nicht jeder Zweifel oder jede Unsicherheit wird vielleicht ausgeräumt werden. Aber die Bibel sagt, Gott ist der, der gerne gibt. Ganz besonders, wenn wir Mangel an Weisheit haben, der uns gerne gibt. Ich glaube, Gott liebt es, wenn wir mit solchen hingebungsvollen Herzen zu ihm kommen. Martha, als Jesus bei ihnen im Haus war, Martha, Maria und Lazarus, sie war, na sagen wir mal, nicht gerade positiv angetan, als sie ihre Schwester Maria sah, denn sie war zu den Füßen Jesu und hörte ihm aufmerksam zu. So oft sind wir abgelenkt durch so viele Dinge in unserem Alltag, dass wir sagen, ja, aber ich habe doch nicht die Zeit und andere Dinge. Aber Jesus sagt dann, Martha, Martha, du machst dir so viel Sorgen um so viele Dinge. Aber Maria hat einen guten Teil erwählt. Es gefällt Gott, wenn wir diese Haltung innerlich einnehmen. Gott, ich will mehr von dir wissen. Und er will gerne geben. Das wünsche ich uns, ganz besonders, wenn wir jetzt in diese Woche hineingehen, dass wir diese Erfahrung machen und dass wir diese Haltung einnehmen. Gott segne euch. Wir sehen uns morgen wieder.